Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Cat in the Box. Jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Hatte ich hier jetzt schon... Nee, hatte ich noch nicht. Genau, hier sind noch die ganzen Sachen, die sammle ich noch schnell ein. Dann hatte ich ja gespeichert und sonst ist hier nichts. Ach, dieses, genau, die Hülle, das ist so ekelig. Und dann hier oben weiter. Was haben wir hier denn? Papier. Das Gesetz erfordert es, dass fast alles mit Blut gereinigt wird. Und ohne das Vergießen von Blut gibt es kein Vergeben. Da ist der Kelch. Hat der Fremde hiervon gesprochen? Kelch erhalten? Ja? Bitte töte mich nicht. Okay, ich wurde nicht getötet. Und es passiert auch nichts, wenn ich wieder reingehe. So, ich habe den Kelch. Moment. Okay. Ja, das hilft mir jetzt gerade nicht. Hä? Moment. Ach so, ach, okay, das hat sie noch dabei. Ich dachte schon, wir hätten eine Notiz entdeckt. Oh, die ich übersehen hätte. Stimmt, hier ist es ja jetzt auch heller. Was ist das da nur auf dem Boden? Das sieht so eklig aus. Okay, wir hatten ja gerade vor kurzem gespeichert. Ach so, das ist der Raum jetzt schon. Bist du da? Ich bin hier. Du hast es geschafft. Ich habe auf dich gewartet. Ich kann nicht so richtig etwas erkennen, weil es so dunkel ist. Du hast alles vorbereitet. Ich fühle mich ein bisschen seltsam. Ja, ich auch. Könntest du bitte den Kelch in die Mitte stellen? Als ob ich eine Wahl hätte. Okay. Danke. Nun erkläre ich dir, wie das läuft. Du musst die Lilie jetzt in den Kelch packen. Gut gemacht. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen seltsam an, aber bleib bei mir oder folge meinen Anweisungen. Oh mein Gott, du musst deinen eigenen Finger abschneiden und in den Kelch legen. Was? Wieso sollte ich das tun? Nun, das habe ich gerade selbst erst herausgefunden. Sorry, dass ich dir das nicht früher gesagt habe. Willst du nicht auch hier raus? Es ist nicht so... Aber mein Finger, das kann ich nicht tun. Weißt du, die Leute, die einst hier waren, dieses Ding, was sie verehrt haben, das hat jetzt das ganze Anwesen heimgesucht. Ich glaube, wenn wir ihr Ritual ein bisschen abändern und auf andere Art und Weise durchführen, dann können wir einen kleinen Splitter, es ist nicht das, aber egal, bildlich ist es dasselbe. Einen kleinen Splitter in ihre Kraft hineinschlagen. Ich wollte dich nicht verängstigen. Könntest du mal darüber nachdenken? Was meinst du denn, was sie hier sonst als Opfergaben dargebracht haben? Sie haben sicherlich große Opfer gebracht, viel größer als nur ein Finger. Es wird nur ein bisschen wehtun, das war's. Bitte, glaube mir. Oh je. Okay, das sieht ja fast ein bisschen schon nach Ende aus. Dann bin ich traurig, aber okay. Ich mach's jetzt mal. Ich werde es tun. Okay, der Bolzenschneider ist zu deiner Linken. Ich glaube, den haben sie auch schon früher verwendet. Einfach nur deinen Finger in die Box stecken und auf den Knopf drücken. Okay, so schnell konnte ich nicht. Das ist von selber weggegangen. Kannst du einfach die Klappe halten? Ich kann einfach nicht. Das Schlimmste ist jetzt vorüber. Schließ deine Augen und wiederhole die folgenden Worte. Ich opfere für dich.
Ich opfere für dich. Ich opfere für dich. Das ist... Hör nicht auf. Weiter, bis die Vibrationen aufhören. Ich opfere für dich, ich opfere für dich, ich opfere für dich. Oh, ist abgehauen. Der Fremde. Die Vibrationen haben aufgehört. Hat es funktioniert? Der Kelch ist leer. Moment, eine Menge Dinge sind verschwunden. Es hat doch funktioniert, oder? Was zur... ist der Fremde schon gegangen? Was für ein Arsch. Ich habe sogar meinen Finger abgeschnitten. Oh Mann, ich sollte jetzt auch hier raus. Oh, hoffentlich klappt das. Okay, ich gucke mich hier noch um. Vielleicht finden wir ja noch was. Ich kann übrigens gerade auch nicht mal mehr rennen. Das ist ja doof. Hier scheint aber nichts zu sein. Ich guck mal hier in der Mitte. Da passiert auch nichts, wenn ich drücke. Ja, dann. Hab kein gutes Gefühl bei der Sache. Ich glaube, wir sind gerade so beim schlechtmöglichsten Ende. Aber... warum habe ich dieses seltsame Gefühl? Das Gefühl, als würde etwas nicht stimmen. Oh Gott. Es liegt jetzt nicht mehr in meinen Händen. Ich kann nicht mehr zurück. Los geht's. Oh, mein Drucker geht gerade aus. Sorry, falls ihr das hört. waren die Texte vorhin auch schon da? Guck nochmal. Was ist das? Hat der Fremde sie fallen lassen? Eine Notiz, geschrieben von jemandem. Ein Durcheinander im Raum-Zeit-Kontinuum. Poltergeister erscheinen. Plötzlich versperrt und war eingesperrt. Außerdem sehe ich oft jemand anderen. Ich will nicht schlafen. Ich werde verrückt. Ich muss noch einiges herausfinden. Ich weiß nicht, was geschehen wird, wenn ich es ein zweites Mal versuche. Ich kann nicht mehr. Du musst dich selbst opfern für das Ritual. Ich bin mir da nicht so sicher. Fliehen. Möglich für nur einen? Rituelle Gesänge. Du musst ein Stück deines Opfers abschneiden und die folgenden Worte wiederholen. Ich opfere für dich. Die Person, die geopfert wird, muss die Worte aussprechen. Es ist nicht möglich, dass andere sie aussprechen. Wenn jemand geht, dann wird es geschlossen. Die rote Spinnenlilie scheint wichtig zu sein für das Ritual. Die böse Entität scheint geschwächt zu sein, weil es hier schon eine Weile gefangen ist. Manchmal wird es zu einem Monster. Ich habe Angst. Nimm dich vor allem vor dem Monster in Acht. Es scheint nicht gut sehen zu können. Noch etwas länger hier und ich werde mich verändern. Ich muss hier raus. Ich muss mich beeilen. Schnell. Die Zeit ist vorbei. Ich habe keine Zeit mehr für Experimente. Gott sei Dank. Moment. Wenn ich entsprechend diesem Zettel... Ja, was? Okay, Camcorder-Tape. Wir sollten auf jeden Fall nochmal speichern. Aber uns auch auf jeden Fall merken, wo wir gespeichert haben. Huch. Okay, also auf der 9. Da sind bestimmt Sachen, die wir anders machen können. So. Ich versuche jetzt mal hier. Okay. Hallo? Hallo? Hör auf mit den Witzen. Wo bist du? Das ist nicht mehr lustig. Es tut mir leid. Bitte komm jetzt raus. Komm raus, sofort! Oh, da liegt ja auch noch was. Komm raus, sofort! Was ist mit mir geschehen? Oder was geschieht jetzt mit mir? Deceive. Ah, das war ein Ende. Okay. Das hat quasi nichts aufgeklärt.
Wir wurden hintergangen von dem Fremden. Scheinbar kann durch das Durchführen des Rituals nur einer das Haus verlassen. Und der Fremde hat das ausgenutzt und ist abgehauen und hat uns zurückgelassen. So eine Sauerei. Ich würde sagen, wir probieren dann direkt als nächstes Mal, uns nicht direkt den Finger abzuschneiden, sondern ein bisschen länger darüber nachzudenken. Beziehungsweise, was ich sogar vorher noch machen könnte, wäre, dass wir einmal versuchen, ob wir in den Raum kommen, ohne den Kelch dabei zu haben. Bin mir nicht sicher, ob das funktioniert, aber wir können es ja mal ausprobieren. 2017. Nee, Quatsch, 2020. Ich dachte schon, hä? Das Spiel ist ja gerade erst erschienen. Okay, das war... Das ist alles. No more Infos. Also, dann loaden wir mal. Ja, ich gehe mal hier hin. Ich probiere mal einmal ganz kurz, ob wir so da reinkommen würden. Aha, okay, nein, kommen wir nicht. Die Frage ist auch noch, ob man noch mehr Dinge finden könnte sogar. Aber, ja. 12:02 Uhr. Mir ist noch eingefallen, wenn man ja das Spiel startet, dann läuft ja auch diese Uhr los. Und ich glaube, sie läuft auf 12:02 Uhr. Aber ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Ist mir nur so nochmal aufgefallen. Also hier ist nichts weiter. Ja, hier... Oh, wir könnten da nochmal gucken. Hat sich leider nichts verändert. Ich bin immer noch scharf darauf, dass endlich mal was hinter mir im Spiegel erscheint. Das wäre aber auch cool, müsst ihr zugeben. Was hier unten noch? Ja, da waren wir halt gefangen gewesen. Na gut, ich denke, ich hole mal den Kelch wieder. Und schneide bis zu der Stelle, an der wir uns da entscheiden können. Genau, also bis gleich. So, wir denken noch ein bisschen länger darüber nach. Hey, kann ich dich etwas fragen? Was denn? Ich war neugierig. Warum hast du das Ritual nicht selbst durchgeführt? Nun, es war schwierig, das alles selbst oder auf mich allein gestellt herauszufinden. Gerade erst habe ich entdeckt, wie man das Ritual durchführt. Und ich wurde dabei verletzt. Dieser verrückte Killer und das Monster. Klar. Ich denke mal länger nach. Ich glaube, ich brauche noch etwas Zeit zum Nachdenken. Ich verstehe das ja, aber das hier ist auch wichtig. Wenn ich warte, wirst du dann das Ritual durchführen? Kann ich nicht sicher sagen. Ich weiß, es ist wirklich wichtig, aber ich habe noch zu viele Fragen. Du kannst das doch auch alleine machen, richtig? Und trotzdem hast du es nicht getan. Das bedeutet, du warst dir nicht sicher, oder? Du willst nicht deinen eigenen Finger opfern. Das beunruhigt mich gerade. Weißt du, ich habe keine Zeit mehr. Wirklich nicht. Aber wenn du mich so sehr verdächtigst, dann lässt du mir keine andere Wahl. Nun, ich bin nicht unbesiegbar. Ich wurde verletzt, während ich gegen diese Dinger gekämpft habe. Es war ziemlich schwierig, sich noch zu bewegen. Dieser Killer? Nein, ist er nicht gestorben? Ja, ich habe ihn getötet. Wie du auch gesehen hast. Hi, bist du jetzt glücklich? Was ist das? Was geschieht hier? Hey, ich habe dich schon mal gefragt. Wirst du ihn nun abschneiden oder nicht? Nein. Ich werde auf nichts mehr hören, was du sagst, bis ich herausgefunden habe, was hier los ist. Wie ich schon sagte, ich habe nicht viel Zeit übrig. Ich muss hier raus. Ich wandere hier schon länger umher, als du dir vorstellen kannst. Ich habe so viele Dinge umgebracht. Wir hätten hier gar nicht erst hineinkommen dürfen. So wie die Neugierde, die die Katze umbringt, das geht ja im Deutschen leider nicht, hat uns unsere Starrköpfigkeit hier gefangen genommen.
Tu es lieber, während ich dich noch nett darum bitte. Ich könnte dich auch einfach töten und deine Leiche verwenden. Wobei, da wissen wir inzwischen, dass das nicht ginge, weil die Person, die den Finger opfert, muss es selber sagen. Ja, jetzt kann ich es ja mal sagen, weil Perso meinte, als ich ihm erzählt habe, diese Szene vom Anfang der 6. Folge, was so creepy war und man am Ende sich selber gegenüberstand, dann meinte er so, vielleicht ist ja das Böse du selber. Und ich so, oh mein Gott, das ergibt total Sinn. Das ist die Sache mit Schrödingers Katze. Wir sind hier drin in mehreren Zuständen. Wisst ihr, was ich meine? Wahrscheinlich sind die Skelette auch wir. Wir sind hier halt schon gestorben. Wir sind aber auch am Leben. Wir sind aber auch böse. Wir sind aber auch ein Monster geworden. Und so weiter und so fort, weil nicht klar ist, welche der Geschehnisse, die hier drin stattfinden, die echte ist, weil wir hier drin gefangen sind. In einem abgeschlossenen Raum, in den man nicht hineinblicken kann, theoretisch. Super cool. Und ich glaube, es hat sich jetzt hier bewahrheitet, diese Theorie. Aber gucken wir mal weiter. Du lügst. Wenn du Leute umbringen könntest, als wäre das kein Problem, dann hättest du mich schon vor langem getötet. Du brauchst jemand anderen. Jemanden, der einen Teil seines Körpers für dich opfert. Das ist so traurig. Du hast Angst, es zu tun, also machst du anderen Leuten Angst, damit sie es tun. Ja, das bin ich. Okay, lass mich das Thema wechseln. Oder ich glaube, sie meint eher, lass mich die Voraussetzungen verändern. Ich sag es noch einmal nett und ansonsten werde ich dich foltern, bis du stirbst. Hört sich das für dich besser an? Na gut. Du musst ziemlich enttäuscht sein, mich in diesem Zustand zu sehen. Ich verstehe. Ja, ist schon klar. Ich habe dich wieder angelogen. Ich habe keine Wahl. Ich werde dich leiden lassen, bis du tust, was ich sage. Bis du auf mich hörst, verstanden? Es ist egal, welchen Teil du opferst. Aber ich glaube, du brauchst auf jeden Fall etwas Hilfe dabei, eine Entscheidung zu treffen. Ich bin mir sicher, du würdest deine Meinung ändern, wenn du nur ein Auge hättest. Okay, Moment, wir wollen 9 aufheben. Und 1 aufheben. Dann 2. Ah. Oh. Oh, warte! Ah. Gib auf und sag die Wahrheit. Es tut mir leid, bitte, ich will raus. Nicht mehr. Ich kann nicht mehr warten. Und das kommt von der Person, die gerade damit gedroht hat, mir einen Augapfel auszustechen. Tut mir leid, aber... Was zu... haltet durch, ich werde es rausschneiden. Es tut weh. Warte, halte still, wenn du dich bewegst. Hey, geht es dir gut? Versuch dich zu bewegen. Hä? Wo ist sie hin? Ist sie weg? Hä? Was? Was tue ich denn jetzt? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Dieser Fremde hat vielleicht etwas Nützliches bei sich. Ach so, okay. Ich sehe die Leiche ernsthaft mal wieder nicht. Da steht was an die Wand geschrieben, das ärgert mich mega. Sie sagt da aber auch nichts. Wo ist sie denn? Ich sehe es nicht. Hier? Hä? Ich sehe hier keine Leiche rumliegen oder so. Ach da, an der Wand gelehnt. Och, tut mir leid, es tut mir leid. Was nun? Sekunde. Sie hat etwas. Ach, das ist das, was wir sonst erst am Eingang gefunden hätten. Genau, das ist genau dasselbe. Ja? Mhm. Okay, ich muss das Ritual wohl durchführen. Ja, aber irgendwie sieht es aus, als hätten wir... Als diese böse wir, das ja auch schon versucht mit dem Auge, oder? Und es scheint nicht geklappt zu haben.
Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird, aber gut. Oh, wir versuchen es mal. Oh Gott, ich werde bald den Überblick verlieren. Oh mein Gott, es tut mir leid. Epson-Werbung. Nein, ich habe keinen Bock mehr. Wäre es nicht okay, wenn ich ihren Finger opfer? Ja, tu es. Ist bestimmt ein Bad End, hundertprozentig. Es tut mir leid, es tut mir so leid. Ich werde es nur ein einziges Mal. Ich opfere für dich. Ich opfere für dich. Es wird nicht klappen. Das war's? Hat das funktioniert? Ich opfere für dich. Ich opfere für dich. Ich opfere für dich. Der Kelch ist leer? Der Zauberspruch hat funktioniert. Kann ich jetzt gehen? Kann ich hier noch was machen? Es tut mir leid. Hier geht jedenfalls nichts. Bestimmt passiert jetzt was Schlimmes. Wir sind erstmal wieder im Aufzug. Ich muss mir das, glaube ich, gleich einmal aufschreiben, was wir jetzt ausprobiert haben. Und was wir dann nochmal ausprobieren können. Beziehungsweise ich gucke auch nochmal, wie viele Enden es eigentlich geben sollte. Aber warum habe ich dieses seltsame Gefühl? Als wäre etwas nicht richtig. Okay, das hat sie letztes Mal auch gesagt. Ja, das ist auch dasselbe wieder. Da ist nochmal ein Tape. Ich weiß halt nicht, soll man hier auch nochmal speichern? Oh! Was ist das jetzt? Ein Kuchen? Oh, aber da ist so eine Statue. Auch immer das hier ist, aber wir sind ganz bestimmt nicht rausgekommen, richtig? Oh. Sie liegt da nicht. Also, da sind noch die Reste von ganz häufigen anderen Momenten, in denen sie da scheinbar gestorben ist. Wow, creepy. Oh, das war wieder Gänsehaut. Wow. Okay, das war auch ein sehr interessantes Ende. Haben wir auch wieder ein Achievement für bekommen? Also, wie gesagt, zur nächsten Folge werde ich mal herausfinden, wie viele Enden es eigentlich gibt. Ganz klar ist ja, dass wir noch sagen können, dass wir dann wirklich unseren eigenen Finger opfern. Das ist eine Möglichkeit. Ich könnte noch mal gucken, was passiert, wenn wir uns nicht wehren, wenn wir angegriffen werden von uns selbst. Könnte noch ein Ende geben. Naja, und noch so ein paar Sachen. Wir hatten ja zweimal noch länger nachgedacht. Vielleicht, wenn man beim ersten Mal dann schon sagt, na gut, ist auch wieder ein anderes Ende. Wer weiß. Okay, und wieder zum Titlescreen. Na gut, meine Lieben, dann haben wir ja noch ein bisschen was zu tun in der nächsten Folge von Cat in the Box. Ich bin mega gespannt. Vor allem bin ich gespannt, ob es überhaupt irgendein gutes Ende gibt oder alle Enden schlecht sind. Beziehungsweise... ja, wenn wir das ein bisschen relativieren, so mit Schrödingers Katze, ist es ja eigentlich egal, weil alles gleichzeitig wahr ist. Crazy. Okay, also, wir sehen uns in der nächsten Folge in Cat in the Box. Also, bis dann. Ciao, ciao.